Like a cage animal. Like a cage animal. Like a cage animal. I live my life daily. Heute auch einen eher. Die Tiefe war jetzt nicht so eindeutig. Sollte aber nötig bekommen. Arbeitsplatz. Es gibt wieder Leute, die sagen, Gürtel fühlt sich kacke an. Aber in der Regel hilft ein Gürtel da noch mehr Leistung aus. Sicher, Marvin, persönliche Bestleistung wäre das mit 195. Like a cage animal. So, das Beste, dass das ja, jetzt gelingen mag. Ich denke doch. Ah, jetzt ist allerdings. Ah! Oh, the Austrian Screamer! Brav gekämpft, sehr gut gekämpft. Ist belohnt worden. Ich fand die Tiefe trotzdem eher grenzwertig. Aber. Ja, lieber. Da gibt es was mehr als grenzwertig, aber wenn die Hand richtig durchgeht, ist das okay. Aber da sind wir genau bei dem Thema, das wir anfangs erwähnt hatten. Wenn die Hand richtig bestimmt wurde, dann wäre 10 Sätze insgesamt vom Training 3-4 Stunden brauchen. Ja. Wenn man die Zeit hat, ist okay. Ja. Marvin Ziegler, 110 Kilogramm. Sehr leicht. Tiger Marvin, 112 Kilogramm. Es gibt natürlich immer wieder Kritik an den Regeln, dass sie zu kleinlich ausgelegt werden oder ähnliches. Aber sie gelten letztlich für alle und sind für alle gleich. Und genau. So gesehen ist es okay. Finde ich. Ja, ich finde auch. Also, das eben für alle gelten. Man versucht halt das einzugrenzen, dass Leute durch irgendwelche besonderen Ausführungen sich einen Vorteil verschaffen, die andere vielleicht nicht machen können. Ja. Und nachdem innerhalb einer Gruppe immer cool, das ist doch angenehm, wenn das flott geht. Sieger Marvin mit 115 Kilo im Trittversuch. Sollte gehen. Ah, nein. Schade. Schade. Aber er hat sich gut abgesichert. Bars loaded, Marvin Ziegler, the Austrian Screamer. Dieses Ritual ist notwendiger für viele Athleten, um sich reinzusteigern. Normalerweise macht man das beim Training ja schon, gell? Immer wieder das Gleiche. Ja, das ist das Hervorrufen einer bekannten Situation, in der man sich stark fühlt. Das ist auch das Ritual eben mit den Händen. Ja. Auch, also vor allem international sieht man dann ganz interessante Rituale. Das ist schon richtig lustig. Das ist wieder wurscht. Der Daumen wird dann auch schön flach und ein bisschen länger und einfach funktionell angepasst. Aber ist trotzdem nicht für alle Athleten der Griff der Wahl. Ja, vor allem bei höheren Gewichten dann. Es müssen halt auch die Hände dementsprechend groß und die Daumen lang genug sein. Schaut zwar leicht, aber technisch vielleicht nicht ganz sauber aus. Aber nicht sauber, aber gültig. Und, sehr fein. Und was? Wobei man da mit der Griffkraft. Ich möchte anmerken, man muss schon einige Energie investieren. Und wenn man sich nicht darauf konzentrieren muss, die Hände zu schließen, die Finger zu schließen,
ähnlich wird nach dem Heben. 217,5. Ja, damit einfach alle Muskelfasern und jede Muskel, alle Muskelfasern gleichzeitig angesteuert werden und auch die intramuskuläre Koordination zwischen den einzelnen Muskeln. Das ist ja eigentlich ein sehr großer Teil von unserem Training. Also die muskuläre Kraft wird vielleicht unterm Jahr aufgebaut und dann die Woche vor dem Wettkampf wird die Bewegung trainiert. Ja, der Ziegerwappel freut sich. Hat den Drittversuch mit 217,5 Kilo drin. Neue Bestleistung. Zu Recht freut er sich da. Hat relativ lange Beine, der Athlet. Like a kid's animal! Like a kid's animal! Interessante, aber effiziente Hebetechnik. I live my life daily.